Also, hier kommt man bei uns ins Airbnb, da ist die Couch und unser Wohnbereich und eine kleine Küche, da der ganze Saustall, 4 Mädels machen einfach relativ viel Mist. Und dann geht man weiter, da rechts ist das Bad und da ins Schlafzimmer. Ein perfektes Airbnb. Okay, nochmal. Jetzt. Und begleitet uns diese Woche. Klappe die 8. Und begleitet uns dieses Wochenende ein bisschen durch die modische Metropole Mailands. Und das sind einfach so tolle Stores. Und momentan betreiben wir natürlich nichts anderes als ein bisschen Windows-Shopping. Etwas anderes ist hier leider nicht leistbar. Ich habe da Golden Drops oben, Rosen und Raspberries. erster Abend und wir sind jetzt alle fertig gemacht. Girls, kommt her. Alle voll hübsch. Und wir werden jetzt ein frühes Abendessen genießen, weil wir alle schon ziemlich fertig sind. Ja, weil wir heute um 4 Uhr in der Früh schon alle aufgestanden sind. Und die Nadine will anzeigen, dass wir alle noch was trinken werden. Also ein Aperol ist auf jeden Fall drin. Wir haben jetzt gerade noch Fotos gemacht und suchen jetzt eine Trattoria, weil die Nadine will unbedingt. Was willst du? Spaghetti Frutti di Mare, oder? Gott sei Dank. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt auf der Suche nach einer geeigneten Trattoria. Ich weiß gar nicht, ich glaube, gerade, klingt vielleicht lustig, aber ich habe gerade so Lust auf Salat. Nein, ich muss zu essen. Ich esse was Gescheites, aber... Wir sind in Italien, Pizza, Pasta. Wisst ihr, der Giacomo, ein Freund, also der versteht zwar kein Deutsch, aber wenn er es sieht, dann wird er sicher lachen. Der hat mal erklärt, dieses Ding heißt eigentlich Du Arschloch. Das ist kein italienisches Ausdrucks... Ding. Watch the clock ticking off the wall, but tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Ich würde sagen, when in Milano. Wahnsinn, wie geil das Eis ausschaut. Das ist leider heute echt schier, also dauernd fängt es an zum Regnen. Ich bin gewappnet mit meinem Regenschirm, der unglaublich auffällt leider. Wir waren jetzt ein wenig shoppen und jetzt schauen wir in einen Café, wenn wir alle schon relativ durstig bzw. kaffeelustig sind. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Wir stehen wortwörtlich im Regen. Es regnet so schlimm und wir werden jetzt wahrscheinlich heimschauen, weil es einfach nur mehr kalt ist und schier. Aber vorher holen wir uns die Startnummer noch ab, weil wir laufen morgen beim Wings for Life Run mit. Und ja, dann geht's heim, ein bisschen entspannen und am Abend entweder ins Kino oder einfach was Gutes essen und Aperol. Oh mein Gott, Foodporn. Es regnet zwar voll, aber bitte schaut euch mal an, wie gut das ganze Gemüse da ausschaut. Wahnsinn. Wahnsinn. So, da starten wir morgen davon. Und wir hoffen ganz ehrlich, dass es morgen nicht mehr regnet. Weil momentan schüttet es einfach nur und es ist grauslich und kalt. Und meine Schuhe sind komplett durchnässt. Aber jetzt haben wir auf zum Jammern, holen uns die Startnummern und hoffen, dass morgen schön ist. When in Italy, Uber Eats. Uns ist es kalt, wir sind müde und deswegen gibt es heute Uber Eats. Und Vino natürlich. Da schneide ich übrigens schon das Video. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take. Also es regnet. Es regnet, es ist schier, grauslich. Wie motiviert sind wir? Auf der Suche nach dem Start. Es hat wenigstens jetzt mal aufgehört zum Regnen. Also zumindest heißt es nicht wenigstens. Es ist so umgangssprachlich. Und wir sind, wie gesagt, jetzt auf der Suche nach dem Start und dann geht's los in einer halben Stunde. Halbe Stunde haben wir noch, oder? Okay, Kilometer 1 und uns geht's noch immer gut. So, wir sind nach Kilometer 3. Uns hat diese 10er-Grenze gerade überholt. Das heißt, 10 Kilometer werden wir nicht mehr laufen, aber das war auch nicht geplant. Und jetzt kommen wir in ein wahnsinnig geiles Viertel. Da gibt sich die Wohnungen. Mir geht es noch ziemlich gut. Die anderen Levels sind so bei 10, 10 und 7. Wahnsinn, in welcher Wohngegend sind wir denn da? Gebt euch das mal. What? Da war mal halt Frühstück. Ich bin stolz auf die Britta! 4 Kilometer und ich glaube, wir sind bei 25 Minuten oder so. just follow me. Shadow and me are one. Also für das, dass wir so viel gegangen sind die letzten Tage und die Stadt erkundet haben, geht es uns echt nur gut. An der Britta. Obwohl ich schon mit einer Marathonläuferin, mit einer Eishockeyspielerin, genau. Und mit einer, die Wiener Marathon gelaufen. Wiener Marathon und die Red Bull, im Red Bull Marketing sitzt. Ja. Wahnsinn! Die Britta hat 8 Kilometer geschafft. Und wir werden jetzt dann gleich vom Auto eingeholt. Aber... So, das Auto kommt! Wir haben es jetzt gleich geschafft! Faster, faster! Es geht! Kommt! Und 9! Knapp 10 Kilometer habe ich geschafft. Kurz vom 10er Kilometer hat mich das Auto überholt. Ich bin den letzten Kilometer dann noch voll gesprintet und den Mädels weg. Britta ist leider schon nicht mehr so gut gegangen, aber mich hat dann so die Motivation gepackt. Und ja. Und wir haben jetzt gerade Pizza gegessen. Ich habe meinen Schirm dabei, obwohl ich ihn nicht mehr brauche. Und jetzt schlendern wir in die Innenstadt auf ein Tiramisu oder ein Eis. Oder ein Tiramisu-Eis. Was heißt das? Tiramisu-Eis. Jetzt wollte ich eigentlich mein Eis zeigen, aber ich habe schon so einen Gusto gehabt, dass ich es haben lassen. Also ich blende euch da jetzt ein Bild ein, wie geil das Eis gerade ausgeschaut hat und gut war. Die Mädels haben gemeint, dass das Eis nicht so gut ist wie irgendwo. Wo in Wien? Bartolotti. Bartolotti auf der Mahü, meinen Sie. Also ich bin absoluter Eiskreister-Fan. Der obere ist der beste. Der obere ist der beste, sagt die Nadine. Es gibt 4 verschiedene. Oder 3? 3. Ja, ich finde, es war sehr geil. Aber glücklich gehen wir jetzt heim und hauen uns dann ins Bett, weil morgen geht es nämlich um 4 Uhr in der Früh schon wieder nach Hause. Also um 4 Uhr in der Früh auf dem Flughafen und dann um 7, glaube ich, geht uns in die Schiene nach Wien. Wir sind alle so fertig vom heutigen Lauf und so müde und freuen uns alle nur mehr aufs Bett und müssen das erste Mal unser ganzes Zeug fertig backen. Ja, eigentlich wollte ich mich noch mit einem Freund aus Mailand treffen, aber das wird wahrscheinlich nichts mehr, weil dazu sind wir einfach alle schon zu fertig und wir bevorzugen Schlafen.